Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, ne? Was hast du heute gemacht? Ich habe ein Buch gelesen. Okay, was für ein Buch denn? Symposium. Symposium, okay, das ist interessant. Und in diesem Buch, worum geht es in diesem Buch? Worum geht es in diesem Buch? Es ist Plato. Hast du schon mal Freunde? Nein, 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 ich bin Studierer. Ich bin Studierer. Ich bin Schüler. Ich bin nicht Ich. Studierer. Genau, ne? Ich bin Student. Okay? Ich bin Schüler. Ich bin ja nicht Student, ne? Ich bin kein Student, ne? Ich bin kein Student.听到了。Ah, perfekt, perfekt, sehr gut, ne? Okay, ne? Wie geht's dir heute? Alles gut? Alles gut. Okay, ne? Und was hast du vor am Wochenende? Was hast du morgen oder übermorgen vor? Arbeit morgen. Also, übermorgen auch? Nein. Nein, nein, nein. Nur morgen. Nur morgen, okay. Aber was machst du am Sonntag denn? Am Sonntag, keine Ahnung. Keine Ahnung, not keine Ahnung, keine Ahnung, keine Keine Ahnung. Ahnung. Okay, perfekt, perfekt. 上一次我们有讲到 indirect question，在什么样的场合我们会用到这个 indirect question 呢？Candice，有礼貌，需要有礼貌一点的。And then as I have told you, both of you, there are two types from the questions in German language. The first one is the Ja-Nein-Frage. 那 ja nein Frage 是还是不是 ja nein Frage. The next one is the W question 如何做 ja nein question. 那这边的话呢，就是是或者不是，这个是答案。那如果是 W question 的话，或者 We fragen auf Deutsch 这边的话呢，他问到的不是是或者不是，而是一些讯息、一些 information。那么这些 information 的话呢，需要用到一些疑问词来引导出来。然后等同对待的话，我们这边。就可以把它变成 indirect Frage，那这样的话就变得更客气了一点。然后这边的话呢，请两位来读一下。Sam，你先读第一个表格好不好Kommst du auf zu Silvias Party? 这边不是 kommst du auf, kommst du auch, okay? Kommst du auf Silvias Party, 那zu Silvias Party. 这边的话呢是很直接的 direct Frage。那这样的话呢，如果你在向某人回问题的时候，你可以怎样去把它引导出来呢？请来读一下这句话。Hannah möchte wissen, ob du auf die Sivias Party kommst。更好，这边听起来就更舒服一点，就是这边更有礼貌一点啊，这样的听法。OK，这边是第一种是 op。op 的话呢，就是对应的是 yes or no question。请记住，op 对应的是 yes or no question，后面加的是 Nebensatz，是一个子句，那 subordinate sentence。OK，next part。next part is we fragen。Candice。Wie spät ist es? Wann kommst du? Genau, okay. Und dann, next one, Monika? Monika möchte wissen, wie spät es ist. Monika möchte wissen, wann du kommst. Genau, perfekt. Perfect. No. Okay, sehr gut. No. Und dann, any question about this part? Any question? Okay, perfect. Then this part, no. Candice, 1, 2, 3, 4 for you. No. Okay. Wissen number two, wissen Sie, man hier, no, darf man hier parken? Genau, ne? Because I've told you, no matter it is the yes or no question or a V question, you have to. Oh, it, okay. Oh.
it has to be a subordinate sentence. So, okay. Ob man hier parken darf. Perfect. Very good. No, very good. The meaning? Do you know if people are allowed to park here? The next one. Next one. Mm-hmm. Mm. Next one. Mm-hmm. Staff. Oh, okay. You have keep as here. Mm-hmm. Keep as here in their near eine Baker High. No, very good. In their near. But if you, how can you say, 在我家附近? But in my near. No, 在他家附近. Her, in her. 这个用德文怎样讲? 在他家附近. Seinen. 他, 女性的他, 女性的他. Ear. No, the Z ear. Is the T. Yeah, in ear, perfect. Dative. 请记住呢, 这边是 dative. So ear is the this one. Is the in ear, in ear, okay? In ear, perfect.